Hallo zu Back und Koch mit Stefan. Ja, die Weihnachtszeit ist vorbei. Ein leichter Duft von Zimt und sonstigen weihnachtlichen Gewürzen liegt noch im Raum. Den wollen wir jetzt loswerden. Und darum heute ein ja, recht einfaches Rezept, ein Partyrezept oder abends für vor dem Fernseher, und zwar Käsecracker. Die Zutaten seht ihr schon hier eingeblendet. Relativ simpel das Ganze. Als allererstes müssen wir den Käse reiben oder mit einer Küchenmaschine zerkleinern. Ei wird verquirlt mit ein wenig Wasser und die trockenen Gewürze können wir schon mal mit dem Mehl vermischen. Damit fangen wir an. Los geht's, viel Spaß! Ja, als erstes habe ich den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze schon mal vorgeheizt. Dann der Käse zerrieben. Wenn da noch ein paar gröbere Stückchen sind, ist das eigentlich furz egal. Das wird gleich in der Küchenmaschine oder wenn wir es mit der Hand kneten, dann mit verrührt. Also, geben zuerst das Mehl in die Küchenmaschine zusammen mit unserer Butter, die wir so fein gewürfelt oder gewürfelt haben. Das Ganze ein bisschen mit ein klein wenig Ei, Wasser gemischt, nicht zu viel, so. Erstmal verkneten. Und wenn wir dann wie so eine Art Crumble-Teig, also so, dass die Butter schon sich mit dem Mehl verbunden hat, so ein krümeliger Teig haben, geben wir unseren Käse dazu, vermischen das nochmal mit der Küchenmaschine und dann verkneten wir weiter mit den Händen. So, wenn die Küchenmaschine das nicht mehr schafft, zusammen mit dem Käse, dann mit den Händen verkneten. Wir brauchen eine Konsistenz ähnlich wie beim Mürbeteig. Und wenn er halt zu trocken ist, gebt ein klein bisschen von dem kalten Wasser dazu. Ja, ihr seht, ähnlich wie beim Mürbeteig die Konsistenz. Ist ja fast auch ein Mürbeteig. Ich mache jetzt hier kurz klar Schiff, dann Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben, dünn ausrollen und ja, in die Form schneiden, die ihr haben möchtet. Egal ob rund, eckig, dreieckig, wie auch immer, auf ein Backblech mit Backpapier legen, aber ihr seht das gleich. Ihr seht, ich habe schon mal angefangen auszurollen, also Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben und den Teig, ich würde sagen, hat 3 mm dick oder dünn, wie man es nennen will, ausrollen. Man sieht hier auch immer noch feine Käsestückchen, aber der größte Teil hat sich richtig mit dem Teig verbunden, so soll das sein. So, ich denke schon, das reicht. Ja, und jetzt die Form zum Ausschneiden, Ausstechen, das könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Größe auch, natürlich. So, nicht zu genau, nicht zu perfekt, denn sonst sieht keiner, dass ihr es selber gemacht habt. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die fertigen Stücke darauf verteilen. Ihr seht auch jetzt die Stärke, wie dick ich es gemacht habe. Das ist, denke ich, so okay. So stelle ich es mir vor. So, das erste Backblech ist fertig. Jetzt wird es noch mit Ei bestrichen, also mit unserem Ei-Wasser-Gemisch und mit den Sesamkörnern bestreut und dann für 10 bis 12 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Ich mache aber erst die anderen eben noch fertig, dann kann ich die gleich auch backen. Und dann mit unserem Sesam, wie ihr das möchtet, von der Menge her. Ihr könnt natürlich auch mehr Salz nochmal nehmen, aber ihr habt schon gemerkt, es ist eigentlich relativ wenig Salz drin, weil der Käse hat auch noch genug Salz und ihr könnt den rohen Teig mal kosten. Eigentlich ist es genug Salz, meiner Meinung nach. Ihr könnt natürlich auch anderen Käse benutzen. Das hier war jetzt Cheddar. Ihr könnt auch einen Parmesan oder ein Pecorino oder wie auch immer benutzen. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Jeder Käse hat so seine eigene Art, gerade mit Salz, und deshalb nicht zu viel,
und nicht zu wenig, so wie ihr das halt mögt. Und ja, die hier mache ich jetzt fertig. Dann kommen sie für 10 bis 12 Minuten im Backofen und dann schauen wir uns gleich das fertige Ergebnis an. Seht, die erste Ladung ist raus. Schön goldbraun, so sollen sie sein. Jetzt gut auskühlen lassen. Sie müssen natürlich fest werden. Ja, aber ich würde sie nicht dunkler backen. Sie sind noch ein ganz schönes Stück, haben sich eigentlich verdoppelt beim Aufgehen. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Ihr könnt sie also noch ein klein bisschen dünner eigentlich ausrollen. Obwohl, ich finde sie so okay. Bei mir bleiben sie so. Die anderen vorbereitet stehen schon hier hinten. Die werden jetzt auch noch gebacken. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Verkosten. Ja, die nächste Ladung ist im Backofen. Die anderen liegen hier auf so einem Gitter zum Auskühlen. Sind schon fast kalt. Und jetzt werden wir natürlich mal probieren. Ja, echt lecker. Man schmeckt den Käse deutlich raus. Nicht zu übertrieben, wirklich gut. Und eine tolle Schärfe durch den Cheyenne-Pfeffer. Ihr könnt natürlich damit spielen, wie ihr möchtet. Mit Kräutern wie Oregano oder was auch immer. Den Cheyenne-Pfeffer weglassen, dafür einen Pfeffer oder ja, was euch gefällt, halt ausprobieren. Und beim Käse könnt ihr natürlich auch variieren. Es sollte aber ein relativ alter, würziger Käse sein. Kein junger Gouda oder so. Sonst wird auch der Cracker zu feucht, zu weich. Die werden noch ein bisschen fester, denn die waren noch leicht warm. Auch mit dem Topping, ob nun Sesam oder Mohn oder was auch immer. Ihr könnt da drauf streuen, ja, wonach ihr Lust und Laune habt. Noch ein kleiner Tipp zum Backen. Ich habe nach der Hälfte der Backzeit, meine waren ziemlich genau 10 Minuten drin, das Blech einmal um 180 Grad gedreht, damit das Backergebnis gleichmäßig ist. Genauso wie bei der Form. Ihr könnt da ja, Dreiecke rund mit irgendwelchen, was weiß ich was, ausstechen, wie ihr Lust und Laune habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und dann sage ich, macht's nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!